Mein Name ist Cordula Schwarze, ich bin Gärtnerin im Botanischen Garten Augsburg in der Pflanzenwelt unter Glas. Und während der Pandemiezeiten haben wir hier in diesem Haus etwas ganz Besonderes heranwachsen lassen, und zwar die Königin der tropischen Seerosen, die Victoria amazonica, die wir etwa Januar, Februar aussehen in einem ganz klitzekleinen Becken, kuschelig warm, 12 Stunden Licht am Tag. Und in etwa März, April wird die Victoria dann hier in das tropische Seerosenbecken gebracht, von meiner Kollegin Hanna zum Beispiel, dann eingesetzt in ein echt großen Topf, der 1,20 Meter Durchmesser hat und der auf den ersten Blick schon erstmal viel zu groß wirkt. Jetzt haben wir Mitte Juni und man sieht schon, sie hat riesengroße Blätter bekommen mit 1,60 Meter in etwa Durchmesser und sie hat auch schon ihre ersten Blüten bekommen und in der ersten Nacht blüht sie weiß, weiße Farbe, weil sie die Insekten anlockt. Dann soll quasi in der Nacht ein Insekt in die Blütengefäße reingehen und soll das bestäuben. Dann macht sie am Morgen wieder zu und am nächsten Abend macht sie rosarot wieder auf und lässt die Insekten wieder raus. Danach tut sie im Prinzip ihre Samen ausreifen und in dem Zeitpunkt werden wir einen Strumpf drüber stülpen, damit der Samen von uns aufgefangen wird und wir es nächstes Jahr wieder aussehen können. Die Blätter, die schneiden wir regelmäßig raus, weil sie sonst nicht genügend Platz haben und die jungen Blätter von innen quasi wieder nachschieben. Auf der Unterseite von diesen Blättern sind lange Stege, die luftgefüllt sind, und dadurch wird das Ganze wie ein Pontonsteg. Es gibt alte Fotos, wo auf so einem Regia-Blatt zum Beispiel ein Baby zum Liegen kommt, das nicht untergeht, weil das Ganze im Prinzip so viel Tragkraft hat, dass man locker 35 bis 40 Kilo drauflegen kann. Und dann freuen wir uns auf die Besucherinnen und Besucher, die der Königin der tropischen Seerose ihre Aufwartung machen.